Wollen die den da runter, Spartan? Wow! Das ist Scirocco. Da ist ein Schiff! Ich will zu dem Schiff. Handgranate! Hier sind Leute. Hier ist wenigstens nicht heiß. Das ist doch schon mal was. Wo ist denn Evangalia, diese Arschgesichtige? Moment, geh nicht zu denen. Die haben irgendwann automatisch angefangen mit mir zu reden. Ey, ich will dir eine schallern. Da sehen doch aus, als hätten die hier... Alter, was ist der Typ dafür ein Helm, Mann? Das ist ein M1-Helm, oder? So jung und schon bei den Sturmtruppen? Hat ein Van-Kepler-Helm an, der Kerl. Aber der hat den Kinnriemen nicht zugemacht. Soldat, machen Sie den Kinnriemen zu! Das ist ein GI. Die hier sieht wichtig aus. Ist das einer von den drei Vollidioten von vorhin? Nee. Wie ratzt du bitte direkt ein? So, warum sagst du nicht, dass die Nilpferde nicht gefährlich sind? Warum kommen diese Hirsche alle 2 Minuten wieder? Das hier sind die Boys, oder? Ja. Ja. Josef, Dummarsch. Ha, hier können wir bauen. Wir brauchen Essentials, Food, Lumber, Stone. So, ich werde Gebäude bauen. Okay, Josef. Da ist die Evangeline. Ich muss dir mal ein bisschen was erzählen. Das ist arsch unverantwortlich, was du machst. Wir sind seit 2 Minuten hier und du gehst davon aus, dass wir uns hier auskennen. Okay, Dorion kümmert sich um die Knete. We've got building plans to lay, okay. Wow. Gar nichts mehr kriegen die von uns. Gar nichts. Wir haben sau viele Sachen gekriegt. Können wir jetzt hier irgendwo was verkaufen? Gibt's hier einen Laden? Ja, das erzählt einem hier keiner. Oh, hier ist unser Stash. Da ist eine Harpune drin. Abgestandenes Wasser. Das ist hier doch... Kann ich in dem Stash erstmal so 15 Kilo Gold zwischenlagern? Was abgestandenes Wasser gibt's hier nur? Och. Eichhorn-Dost. Ihr und eure Sifferbude hier, Alter. Ohne Scheiß. Wenn ich könnte, würde ich euch gleich den Kopf abpacken. Der hier gibt sich gerade so einen Glühstängel. Gut, Kevin, wir sind doch Abenteurer von Welt. Jetzt sei mal nicht so. Wag es dich, mit dem zu reden. Wenn du dem so ein Ding andrehst, hau ich dir richtig auf die Fresse, okay? Das ist so ein Verstanden? Star Wars Death Stick. So, jetzt warte mal. Warte mal. Die Leute müssen noch sehen, dass wir Profis sind. So. Wir bauen jetzt hier bei das ranzige Wasser eine Feuerstelle. So, dann zünde ich die an mit einem mächtigen Zauberspruch. Dann sammeln wir das ranzige Wasser in unseren Wasserflaschen. Willst du diesen Pissflitzen hier noch Wasser kochen? So, und jetzt kochen wir das Wasser hier. So, schau, und schon kann ich erfrischendes, kristallklares, kochendes Wasser trinken. Die würden überhaupt nichts mehr kriegen von mir. Die würden Rückhände kassieren. Die haben am Schellenbaum gerüttelt. Was willst du denn von denen? Ey, guck dir das doch mal an. Du kommst hier an als Gast. Willst du helfen? Was kriegst du? Keine Infos. So, ich rede jetzt erstmal mit dem Mann hier. Josef. Nee. So. Wir brauchen Steine und Holz und Baumaterial. Wir brauchen Geld. Wir brauchen auch Essen. Okay. Ja. Aha. Was machen die?
150 Tage. Bla 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 bla. Gargoyle aufgeweckt. Gott, ich hab doch nur eine Frage gestellt, Mann. Ich wollte kein Buch lesen. So, was habt ihr denn für mich zu tun? Die Story steht hier eindeutig im Fokus. Red nicht mit dir, ich mach nichts für die. Ich hab Samples. Okay, ich hab anscheinend keine Samples. Du? Wir brauchen Kohle. Ach, die Fresse, kriegt keinen Cent von mir, der Spassi. Ich will etwas kaufen. Was hat der Mann denn? Oh, Karen. Der Mann verkauft nichts, außer 4 Goldbarren. Okay, ich bin enttäuscht. Haben die hier einen Händler? Ich gebe dem Mann mal 40 Goldbarren. Was machst du? Ich habe dem Mann 40 Goldbarren gegeben. Die behandeln uns hier wie Scheiße und du gibst dem Geld. So, wir bauen jetzt ein Haus. Ich hätte gern einen Händler. Also ich kann eine Hunting Lodge bauen, einen Masons Workshop oder eine Woodcutters Lodge. Oder 3 verschiedene Häuser. Der Mann will Geld von mir dafür haben. Wofür hast du gerade 40 Goldbarren gespendet? Nur so. So, jetzt pass mal auf, mein Kerl. So, 15 Essen jeden Tag, 4 Steine jeden Tag, 4 Holz jeden Tag. Okay, also zuerst muss ich anscheinend mal ein Haus bauen. Ui! Wo genau kann ich denn hier überall bauen? Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Butze, die ich hier gerade in der Hand hatte, gigantisch war, aber es ist nun mal leider die Wahrheit. Können wir auch da irgendwie da runter? Mal gucken, wie weiträumig das Areal hier ist. Hier hinten rechts ist auch noch eine Menge. Ich finde das nicht okay, was wir hier machen. Wir helfen den Leuten, die ihre Adligen getötet haben, eine neue Stadt zu gründen. Ja, aber das sind Arschgesichter. Warum? Keine Infos, kein Bitte, kein Danke. Was ist denn das? Da magst du schon irgendwie recht haben mit, ja. Ja, du tust so, als ob das die nettesten Menschen der Welt wären. Finde ich nicht gut. Ist irgendwie unvernünftig groß, die Bude hier, oder? Ich weiß nicht, ich sehe nicht, was du da treibst. Ich gucke mich hier ein bisschen um. Ich weiß ja nicht, wie viel Butzen wir hier hinbauen müssen. Anscheinend auch hier runtergehen, tatsächlich. Ich knall das Ding einfach mal den da oben vor den Latz, okay? Bin ich dir jetzt umsonst hinterhergelaufen? Ich weiß ja nicht, was später in diesen Gebäuden drin ist. Ich will ja jetzt nicht irgendwo ein Haus bauen, das 50 Kilometer weit weg ist hier vom Eingang. Und dann habe ich den Salat nachher. Haus. Ja, du siehst gleich, was ich da baue. Einfach ein Haus. Kann hier irgendeiner Gold in Silber umtauschen von euch Nerds? Ich habe 73. Ja, ich würde auch gerne mit einem sprechen, so ein Händler oder so. Was machst denn du hier? Ich will niemanden so schlecht heilen sehen wie dies.
Ja, der Dummarsch, der kauft doch Sachen. Ich mag die alle drei nicht. So, jetzt wo ich das Geld habe, habe ich den gekauft. Also dafür, dass die Zitat nichts haben, haben die schon ziemlich viel und die Bude ist dann auch relativ flott. So, gucken wir, ob die anderen beiden Häuser irgendwie anders aussehen. Sieht aus wie ein Crack, denn das hier sieht aus wie ein Haus, das eine vernünftige Größe hat. Das knall ich jetzt dahin. Bam, Haus gebaut. Der Host kann das Baumanagement nicht, weil das darf. Ich bin gut genug zum Monster kloppen, hä? Konstruktion starten. Completed in 5 days. Also egal, was ihr da macht, Jungs. Ich habe zwar noch kein Haus gebaut, aber das bringt nichts. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erstmal unsere Zelte auf, reparieren unseren Schrott und schlafen mal eine Minute oder zwei. Also du kannst dem Dummarsch hier, dem Typ in der Mitte, dem kannst du Sachen verkaufen gegen Silber, aber der hat sonst nichts. Ja, nichts hat er gut Geld. Also diese Knüppel geben 60 Ocken. Ja, aber schwer wie Hölle. Was? Ich habe Rauchschlagregel, die kosten 270 Tacken. Was ist ein Barrieretrank? Ich weiß nicht, was dieser Barrierekrempel ist. Das scheint irgendeine Art neue Magieresi zu sein. Nimm's mal mit. Man hätte nicht gewusst, dass wir einen Kochtopf und sowas hin mitbringen müssen, weil wir sonst am Arsch sind. Ja, ich wusste ja nicht, dass die hier keine Infrastruktur haben. Wieso kann ich denn hier unterm Dach nicht mein Zelt aufschlagen? Muss ich wirklich im Freien pofen? Oh Gott, ey. Hier sieht auch voll gemütlich aus. Geologische Proben, was willst du von einem? Wo bist du? Was haben wir denn hier? Ich muss mindestens 4 oder 5 Stunden reparieren. Ja, bau doch einfach dein Kackzelt auf meinem Rucksack. War voll daneben. Ich muss 4 oder 5 Stunden reparieren. Ich muss mindestens 3 Stunden schlafen, schätze ich, eher mehr. Ja. Ich krieg. Ich war schließlich tot. Ich auch? So, das müsste eigentlich ganz gut aussehen für mich. Und dann können wir, glaube ich, vorne bei dem Dude eine ganze Woche Zeit überspringen oder so. Und dann ist das Haus sofort fertig. Kann ich eigentlich irgendwie direkt mehr als dieses eine Gebäude da in Auftrag geben? Ich meine, wenn wir jetzt gleich hier... Oh, guck dir die Sklaven hier an. Die Sturmtruppen craften das jetzt hier, das Haus. Kloppen mit ihren Hämmern Kies kaputt. Ich habe da hier noch mehr Häuser. Ich hab da noch Haus B und Haus A. Okay, Haus A ist aber so groß wie eine Villa. Okay, und Haus B ist so groß wie ein Palast. Ist das hier das Kleinste? Deshalb habe ich das gebaut. Gut, lass mal eine Woche überspringen und dann gucken wir, was hier passiert. Ob ich da irgendwie dann jemanden reinsetzen kann in die Bude, ob ich sagen kann, dass das unsere Bude ist. Händler, ein Schmied, einer mit dem Kochtopf, sowas. So, ich würde gerne eine Woche bei der Construction helfen. Deswegen geht der ganze Quartier 150 Tage. Ja. Haus ist gar nicht fertig.
Mein Essen ist weg. Meins ist noch da. Fünf Tage stand doch da. Vielleicht ist das für die fertig. Jetzt steht er wieder completed in 5 days. Braucht glaub, das mehrere Schritte? Bauabschnitt. Dann schmeiß den Rucksack mal hier auf den Fußboden. Vielleicht vergammelt dann der Rest vom Essen nicht. Ich hab nichts mehr, was vergammeln könnte. Oder ist das einfach nur buggy gerade? Keine Ahnung. Wir machen noch mal eine Woche und dann gucken wir mal. Oh, das Haus ist fertig. Ich hab Bluescreen. Was? Oh, bin da. Da bist du doch. Die haben hier direkt ihre Propaganda-Poster aufgehängt, ey. Ach, Zeit für Deko ist. Mhm. So, was ist das hier für eine Butze? Da kann ich jetzt nichts mit machen, die steht einfach nur hier. Okay. So, aber jetzt kann ich doch... Was ist denn eigentlich unsere Quest? Ein Haus, zwei Ressourcengebäude. Dann klatsche ich denen mal zwei Ressourcengebäude hier irgendwo hin, nicht? Eine Ewigkeit später. Ja. Da stehen sie. Also sind die jetzt fertig? Sieht so aus. Lass ich mal kurz mit unserem Freund Dummarsch reden, oder wollen wir erst die Häuser checken? Wie du meinst. Wenn du da hinläufst, fängt er an mit dir zu reden, oder? Ich hab wieder, ich bestimme hier nichts, ich schlag nur Dämonen tot. Rede mit Dorian. Josef Dorian. So, wir haben die essentiellen Dinge gebaut. Aha. Die Arbeiter haben kein Ambraine mehr. Ah, Crack rauchen ist deren Kultur, Kevin. Ja. Oh, eine Quest in einem Dungeon. Mymitaurus-Ei. Ich komme zurück so schnell wie ich kann. Gut, lass erstmal die Häuser angucken, die wir hier gebaut haben. Warte kurz. Go, go, Power Rangers! Also haben wir jetzt eine Jagdhütte, einen Steinbruch und einen Holzfäller gebaut, als würden wir ein scheiß Strategiespiel spielen. Ein bisschen. Und müssen jetzt als nächstes, was, eine Opiumhöhle bauen? Wir müssen Crack-Dinger holen. Aber ist deren Kultur. Ja, ist deren Kultur, den ganzen Tag auf Crack zu sein. Jetzt habe ich auch langsam Bock, mal so ein Ding zu puffen. Willst du auch eine haben? Im Leben nicht. Ich bin mir sicher, dass Elat das irgendwie verbietet. Ja, das sind auch einfach passive Gebäude, wo man nichts machen kann, ja? Das ist so ein... die Kinderarbeitsfabrik. Scheiße, werden doch die Geschenke vom Weihnachtsmann hergestellt. Das ist diese kleine hüpfende Maschine. Bup, 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 und die scheißt den ganzen Tag lang Geschenke aus. Jetzt weiß ich nur immer noch nicht, wie die sich vorstellen, dass wir hier Essen und Trinken auftreiben in dieser toten Zone hier. Ich hab das alles. Mal gucken, ob der Typ irgendwie neue Gebäude für mich hat. Oder wie das hier dann weitergeht. Also ich hatte gerade irgendwie so ein Crafting-Tutorial zu sein hier. Hier sind immer noch genau dieselben Häuser für mich.
Die drei Häuser und Hunting Lodge und so. So, die Siedlung hier kostet mich aktuell 1 Goldbarren pro Tag. Was? Nein, warte, Entschuldigung. Die Siedlung kostet aktuell 75 Silber am Tag. Für was? Upkeep. Ernsthaft? Nee, hab ich mir gerade ausgedacht. Wie soll man sich das denn leisten? So, ja, aber jetzt habe ich doch mal noch Zeug hier in der Tasche, das niemand von mir kaufen will. Ich pack das mal alles in den Stash. Das ist dann den Verkauf. Ja, aber der hat ja auch nur 4 Goldbarren. Ich will ja jetzt hier keine 500 Stücke Silber in der Tasche haben. Ich habe 700. So, den lasse ich auch hier, den brauche ich. Ich schmeiß mein Geld mal da rein, gell? Ja, tu das. Dann wissen wir, dass dein Geld im Stash ist. Dann kochen wir uns noch ein bisschen Pisswasser. Gibt's keinen schnelleren Weg, verbranntes Mana wiederherzustellen, anstatt 8 Flaschen Tee zu trinken? Ich glaube nicht. Na dann haben wir den Grundstein für Neu-Sirocco gelegt. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Drogen auftreiben für die Boys. Damit, ich zitiere, die Arbeiter nicht weggehen. Weil die alle gerade auf Crack-Entzug sind. Können ja auch bestimmt woanders hin.